Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von World of Warships in meinem Kanal. Magis Zuckerbude und wir sind jetzt heute mit der Königsberg unterwegs. Deutscher Tier 5 Kreuzer. Habe ich schon lange nicht mehr gespielt, muss ich gestehen. Dann schauen wir mal, was wir hier so reißen können. Ich hoffe, einen Sieg und dass man hier schön was versenkt. Damit ihr auch was zum Gucken habt. Ja, die Königsberg, die hat drei Türme, drei Geschütze. Also sie haut ganz gut was raus. Nur die Kugeln sind schon sehr, sehr lange unterwegs immer. Ich schieße jetzt einfach erstmal nur auf die ARP Kongo. So, da haben wir sie schon mal in Brand gesteckt. Das ist halt ein bisschen schwierig, das hier alles so zu managen. So, da brennt sie wieder. Sehr gut. Oh, ein Zerstörer. Ah, sogar. Ui, noch richtig getroffen hier. Also bleibe ich hier schön mit HE drauf. Mal abdrehen hier. Das war Glück. So, das Ganze wieder. Ich sollte jetzt nicht so die ganze Zeit die Breitseite zeigen, sonst hat sich das hier mit der Königsberg dann auch erledigt. Genau. Weil die hat ja, ist ja jetzt nicht so stark gepanzert. Dann kann das auch nochmal ganz schnell nach hinten losgehen. Ich habe schon mal extra Flagge drauf gemacht für Munitionsbunker-Explosion. So, immer schön hier wenden und schön hier immer rumdrehen. Mal wieder reindrehen. Ah, scheiße. So, da habe ich mich jetzt mal komplett aus der Reichweite gefahren. So, jetzt mal da hinten auf die New York. Nur leider nur einmal getroffen. Oh, das versuchen wir es noch einmal. Müssen Sie erstmal meine Geschütze hier wieder drehen. Und wieder kein Zerstörer für mich. Schade, schade, schade. Oh, da kommen Kugeln. So, konzentrieren wir unser Feuer wieder auf die Kongo. Da könnte was reingehen. Nee, auch nicht. Oh, Schwein, ey. Glück, Glück, Glück. So, was auch ein Vorteil von diesem Schiff ist, sie schießt sehr, sehr schnell, finde ich. Also das sind irgendwie was um die 6 Sekunden. Das ist noch verträglich. Da kann man auch schon mal so ein Schlachtschiff ja, zur Weißglut bringen. Schießen wir hier nochmal auf den New York. So, ich bin schon mal nicht mehr Main Target. Das ist jetzt nämlich die Phoenix. Aber die New York. Aber die frisst gerade Torps. Dann schießen wir da nochmal mit drauf. Vielleicht kriege ich den Kill, ja. Ich glaube, solange wie meine Kugeln unterwegs sind, ne, kriege ich nicht.
schauen, vielleicht die Murmansk. So, ladet jetzt auch direkt auf AP um. Aber den treffe ich jetzt, glaube ich, gar nicht, oder? Schade. Schade auch. Ah, das ist noch eine Königsberg. Das Problem ist jetzt, dass die hinter die Insel fahren. Das ist jetzt gerade so mein Problem. Oh, da sind jetzt noch. Jetzt ist die Frage: St. Louis oder die. Ich glaube, die sind jetzt aber besser. Da muss ich, glaube ich, jetzt dranbleiben. Weil die stellen sich jetzt nämlich auf B. Okay, da hat sich jetzt, der eine hat sich jetzt da zerlegt. Ah, die Königsberg, die kriege ich nicht mehr. Was kann denn hier so die New York? Jetzt schießen wir erstmal ein bisschen auf die New York. Die hat ja die Geschütze nicht auf mich. Hat sie nicht. Stecken wir sie halt mal in Brand. Mal gucken, vielleicht komme ich auch nah genug dran, um das Ding zu torpen. Steht sie? Die steht, ne? Sieht so aus, dass es steht. Kriegt sie halt hier ein paar Brandkugeln von mir. Bin da ja sehr, sehr schmerzbefreit, ne? Schön im Brand stecken. Ja, die macht es auch nicht mehr lange. Jetzt muss ich gleich mal gucken, wie lange meine Torps benötigen würden. 6 Kilometer. Versuchen es einfach mal. Aber ich glaube, die brennt schon vorher runter. Ah, wieder kein Kill. Och, Menno, ey. Naja, dann drehen wir mal und dann gucken wir mal, dass wir vielleicht die Träger uns dann noch kassieren können. Zumindest hier auch die St. Louis. Wechseln wir auf AP. Ich will einen Kill! Verdammt! Ist auch nah genug dran. Die kann ich dann sogar noch torpen. Irgendwann. Ich komme immer zu spät, Mann. Ja, man schießt wenigstens ein paar Flugzeuge ab. Versuchen wir jetzt unser Glück bei den Trägern. Weil das Schlachtschiff wird sich da mit dem einen Schlachtschiff da bedienen. Genau. So, und die Burg, die versucht abzuhauen. Da ist dann noch ein Träger. Versuchen wir es jetzt da. Ich möchte ein Schiff versenken. Machen wir mal hier mal unser Sonama an. So, der Träger ist hier hinterm Berg.
Wenn wir jetzt mal hier schön durch die Passage fahren. Sogar hinter den anderen Berg auch noch. Ist auf der Seite. Schauen wir uns mal, wie wir es jetzt hier gleich machen. Da ist auch noch einer. Muss auch den. Das Schlachtschiff muss ich auch noch aufpassen. Muss ja eigentlich gerade auf alles aufpassen. So. Was macht er denn hier? Er guckt auf mich. Dann müssen wir es hier ein bisschen anders deichseln. So, du kriegst jetzt erstmal Torps. Torps. Du kriegst auch Torps. So. Dann hier. Weiter. Drehen wir hier mal so ein bisschen. Und dann hauen wir jetzt hier mal alles raus, was wir haben. Sehr schön. Na, es geht doch. Aber die Tops laufen leider jetzt aus. Mal versuchen wir den jetzt hier mal in Brand zu stecken noch. Sehr schön, brennt lichterloh. Stecken wir ihn am besten jetzt nochmal an gleich. Okay, oder so. Oh, gewonnen! Das war keine schlechte Runde. Also am Anfang war es ein bisschen. Erster Platz. So muss das sein. 242.000 Credits gemacht. Alles wunderschön. Ja, ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich und ich würde mal sagen, bis zur nächsten Folge. Ciao!